Es geschieht, Werte entstehen irgendwie, ne? Die werden irgendwie generiert, erarbeitet, eingekauft, was auch immer. Und mit Werten meine ich wirklich alles, was normativ auf Verhalten wirken will. Also ob das dann Führungsverständnis ist, Ways of Working, Zusammenarbeitsregeln, solche Sachen oder eben Unternehmenswerte, so wie wir es kennen. Und dieser Anspruch, auf Verhalten zu wirken, wird dann irgendwie umgesetzt mit Kommunikationskampagne, alle kriegen ein Faltblättchen, Poster an die Wand, sonst was, irgendwelche Veranstaltungen, je nachdem, aber oft ist das dann irgendwann zu Ende. Und so die Frage, ja, sind wir damit beim Verhalten angelangt? Also hat es jetzt wirklich Wirkung und ist es Zufall gewesen, dass es das Wirkung hat? Oder hängt, also wie können wir aus dieser Organisatorenrolle, Organisationsentwickler oder was auch immer dann HR unsere Rolle ist, wie können wir beitragen, dass eben diese letzte Meile, diese Wirkung aufs Verhalten tatsächlich stattfindet? Das ist das, was ich gerne in Erfahrungsaustausch machen möchte. Ich habe zwei Folien vorbereitet. Das eine, ganz, ganz theoretisch sozusagen, so, wo ist eigentlich oder wo könnte eines der Probleme liegen, beziehungsweise wie könnte man das Thema anschauen. Und dann habe ich einfach so eine Gliederung von Gegensätzen gemacht, die verschiedene Aspekte eigentlich dieser Entwicklung und des Rollouts und so weiter der Werte anschaut, um euch ein bisschen Struktur zu geben vielleicht für die Diskussion. Könnt ihr euch dran halten oder auch, also darauf eingehen oder eben noch nicht darauf eingehen. Aber ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein guter Beginn. Also beginnen möchte ich jetzt mal, ich hoffe, ich vergraule die Leute nicht mit Hardcore-Systemtheorie. Luhmann ist schon erwähnt worden. Das wird ja von Stefan Kühl, wird ja in Bielefeld das immer wieder jetzt erwähnt, auch diese Organisationsvorstellungen. Ein Teil daraus ist genau der, also die Frage, wie kann jetzt eine Organisation, ein System beeinflusst, gesteuert, gelenkt werden. Und wenn man das unterscheidet, einmal mal nur in drei Kategorien und sagt, auf der einen Seite gibt es die Schauseite. Die Schauseite ist das, was eine Organisation von sich beansprucht und auch entsprechend kommuniziert. Kann nach außen sein, kann nach innen sein. Ob das dann eine Strategie ist, ob das irgendwie eben so Webseite-Darstellung ist oder eben auch, also alles, was Werte und Führungsverständnis sind, sind in dem Sinn Schauseiten. Zuerst mal, solange sie auf Papier stehen, sind sie einfach mal ein Anspruch, Schauseite. Und dann haben wir die formale Seite, dort, wo festgelegt ist, wie im Einzelfall entschieden wird. Also alles was, Stellenbeschreibung, da ist er zuständig bei diesen Fragen und so weiter. Prozesse, das geht so durch, Prozeduren, Workflows und so weiter. Eben Mailverteiler von gewissen Sitzungen, da dürfen die das Protokoll kriegen und so weiter. All diese Themen sind eigentlich formale Seiten. Da werden Einzelfälle kategorisiert und dann gibt es eine Regel pro Kategorie. Und auf der anderen Seite haben wir die informelle Seite. Bei der informellen Seite steht eben nicht fest, wie der Einzelfall, wie im Einzelfall entschieden wird. Also wenn zufälligerweise ein Mitarbeiter mit seinem Chef halt im Taxi vom Flughafen sitzen und dort ein Gespräch stattfindet, dann ist das nirgendwo geregelt und nichts. Und trotzdem kann da ganz viel geschehen. Die Art und Weise, wie Leute an Sitzungen sich verhalten, wie sie einander zu Wort kommen lassen oder eben nicht und so weiter und so fort, das wäre diese informelle Seite. Und wenn man jetzt diese Struktur nimmt, dann merkt man sehr schnell, alles, was ich vorher unter dieser Kategorie Unternehmenswerte gesagt habe, ist eigentlich der Anspruch, dass etwas, was auf der Schauseite ist, direkt in der informellen Seite wirksam ist. Und genau, du hast ja auch das Beispiel Agilität gebracht, oder das ist für mich immer ein super Beispiel, weil dort gezeigt wird die Tatsache, dass es eben nicht nur ein agiles Manifest existiert, das wäre genau der gleiche Mechanismus, sondern auch sowas wie Scrum oder Kanban, was formal strukturell ist, macht einen riesen Unterschied aus. Das ist so diese Überlegung. Also Werte haben dieses Problem, direkt von Schauseite auf informell ist so die Frage, wie wirkt das? Was kann man vielleicht formal strukturell tun oder nicht? Das möchte ich hier einfach als Frage sozusagen für uns mitnehmen. Dann einfach mal hier so eine ganze Liste von Gegensätzen, nicht abschließend gedacht. Also so ein bisschen die Frage, woher kommen eigentlich diese Werte? Kommen sie irgendwo von außen? Von wegen, die Uni hat in der großen Studie herausgefunden, dass das die erfolgreichsten Unternehmenswerte sind, also machen auch wir es. Oder eben kommen sie irgendwo von innen heraus, sind das unsere Werte, die wir für uns gewählt haben, weil wir gedacht haben, es lohnt sich, dass wir uns jetzt darauf konzentrieren. Sind sie von irgendwelchen kleinen Gruppen erarbeitet worden, Top-Management, Experten, irgendein Mix davon? Oder sind sie mit breit abgestützter Beteiligung erarbeitet worden?
werden Sie vor allem als ideal behandelt, als Problem ein Wert, ob das dann irgendwie Vertrauen ist oder Transparenz oder was auch immer. Das ist immer so ein Nordpol, oder? Da kommt man nie an. Es gibt immer mehr, ist immer möglich und mehr ist meistens auch besser. Also ist ja die Frage, wenn ich ständig im Vergleich zu diesem Nordpol argumentiere und die wirkt so ein Status quo zu soll, also Soll-Ist-Vergleich mache, denke ich immer in Defiziten? Oder denke ich eben im Sinne von, sind wir heute besser unterwegs als gestern? Was können wir am Morgen tun, dass wir als nächstes besser unterwegs sind? Egal, wie weit weg es zu irgendeinem idealen Nordpol wäre. Das hat sehr viel bei der Frage auch zu tun, reden wir jetzt von negativ, also brauchen wir es, um die Leute zu schlagen damit, du nicht, gestern schon wieder nicht eingehalten, so in dem Sinn, oder sind wir eigentlich dabei, positive Geschichten zu erzählen? Funktioniert eben die Werte einfach nur als Appell, was ich... Oder gibt es formalstrukturelle Werte, Elemente, die Werte unterstützen, beispielsweise, wenn es darum geht, Beförderungen oder Jahresbeurteilungen oder solche Dinge, finden die Werte dort irgendwo sich wieder? Gibt es andere Elemente? Ich mache immer das Beispiel, wenn wir ein Callcenter haben, wo alles korsettiert wird im Workflow und die kommen nicht mal auf den nächsten Bildschirm, ohne dass sie dieses Feld eingeführt haben, dann kann man mir viel Geld geben, um jeden Freitagabend unternehmerisches Denken in Workshops zu machen. Das wird nie irgendeine Wirkung haben, weil die einfach durch diese formalstrukturelle Gegebenheit keine Möglichkeit haben, dieses unternehmerische Denken auszuleben. Also gibt es hier einen Bruch oder nicht? Wie funktioniert das Rollout? Ist das eine Kampagne, ein Projekt oder irgendetwas, das ein Ende hat und dann hoffentlich ist jetzt fertig mit der Arbeit dazu und es wirkt einfach so? Oder wie sorgen wir dafür, dass irgendwelche anderen Maßnahmen eben eigentlich eine Nachhaltigkeit in der Maßnahme haben? Beispielsweise eben diese Beurteilungskriterien oder was ich jetzt mache mit Peer-Coaching, Peer-Beratung, wo dann inhaltlich sozusagen einfach die Werte als ein Inhaltsgeber verwendet werden, um gegenseitig Probleme zu lösen und sich dabei zu unterstützen. Reden wir über die Werte, also machen wir dann so Workshops und Veranstaltungen, wo ich darüber mich auseinandersetze, was bedeuten die Werte für mich und so weiter. Aber wir reden eigentlich ständig über die Werte. Oder wann kommen wir eigentlich dazu, mit den Werten über das Geschäft zu sprechen, über die Arbeit zu sprechen und die als Brille zu verwenden? Und das ist eine andere Perspektive. Haben wir, wie so oft, das Top-Management im besten Fall einfach als gutmütigen Sponsor? Hier ist Budget, macht mal, das ist schon gut, was ihr da macht. So. Oder haben wir irgendwie eine bessere Involvierung, sodass sie auch tatsächlich als Rollenbeispiele, dann als Rollenmodelle da funktionieren können? Und schließlich eben geht es eben um das Thema, erzähle, dann immer, das sind gute Beispiele, so sollte es sein, aber es ist ein Status. Oder wird eigentlich über Fortschritt geredet? Schauen wir mal, wie sich das verändert hat. Schauen wir, wie diese Reise geht. Und das sind die Beispiele. Das sind einfach so ein paar Gedanken, wie man auf das Thema draufschauen kann. Aber von jetzt möchte ich eigentlich hier ans Plenum übergeben. Was ich spannend finde, sind natürlich Erfolgsgeschichten oder Learnings, die ihr mitgenommen habt, sodass wir alle lernen können, worauf kann man achten, was gibt es für Ansatzpunkte, um dafür zu sorgen, dass wir eben mehr Wirksamkeit tatsächlich am Schluss beim Verhalten haben. Ich fange mal an, obwohl es keine Erfolgsstory Also wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, auch bei uns, also ich bin ja auch in der Beratung tätig von der IMC AG, aber wir machen auch zum Beispiel solche Kampagnen, ne, solche Lernkampagnen, und wir hatten ganz viele Projekte zu diesem Thema. Ne? Ich habe jetzt so sehr breite Werte, manchmal werden sie auch unter Kompetenzen verpackt und ich möchte die jetzt in die Organisation tragen. Und meine Frage dann immer in den ersten Gesprächen ist tatsächlich auch, sind diese Dinge, die jetzt definiert wurden, überhaupt möglich in der Struktur, die besteht? Also weil ich auch der Meinung bin, die Struktur ist das, was es halt hindert oder fördern kann. Und wir brauchen diese strukturellen Gegebenheiten. Zumindest müssen wir die versuchen, was sich dann daraus ergibt. Ne? Also man kann auch eine Struktur schaffen mit zum Beispiel irgendwie zum Beispiel Retrospektiven über Sachen, also einfach Meetings, wo man den Raum dafür schafft oder andere Hierarchieebenen oder sowas. Und dann ergibt sich vielleicht daraus was ganz anderes, aber man muss an den Strukturen ansetzen. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich, dass diese Arbeit, diese kritische Hinterfragung
zumindest zu dem Zeitpunkt, wo Leute dann zu uns kommen, nicht mehr erfolgen soll. Also aus Kundensicht, dass die nicht mehr, weil es ist schon weiter, es ist schon, wir haben das doch jetzt definiert, jetzt wollen wir das ausrollen, dieser Schritt zurück. Ich frage mich mal, was ich denn noch tun muss. Der ist halt nicht erwünscht aus Kosten- und Zeitgründen. Klar, man muss sich damit beschäftigen. Aber auch, weil es schon abgegeben ist an eine Person, die dann den Auftrag hat, jetzt zum Beispiel diese Kampagne, nenne ich es jetzt mal, um an deinem Wording da anzuknüpfen, zu machen. Und das ist das, woran sie gemessen wird am Ende des Jahres, ob sie diese Kampagne gemacht hat oder nicht. Und also man ist schon bei ganz anderen Personen. Ja. Übrigens online, einfach durch Hand aufheben, melden, dann gucke ich dich durch auf dem Bildschirm oder du hilfst auch. Genau, machen wir weiter. Ich habe zwei Fragen mitgebracht, also auch keine Lösung, sondern da würde ich gerne euer Wissen anzapfen oder auch von denen, die online sind. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Also einmal geht es um das persönliche Wertesetting, das ja jeder mitbringt, das er auch in das Unternehmen mit hineinbringt. Und dann gibt es ja das vom Unternehmen geforderte Wertesetting, das geregelt ist in Code of Conduct. Und was ich oft gemerkt habe, ist, dass es da schon zu einer Diskrepanz kommt zwischen den eigenen Werten und die des vom Unternehmen geforderten Werten. Da wäre meine Frage, habt ihr da Erfahrung gemacht, wie ihr das gut lösen konnte, dass zwischen Personen und Unternehmen diese Diskrepanz aufgehoben wird? Und die zweite Frage oder das zweite Problem, das mich beschäftigt, jetzt bin ich vielleicht Mitarbeiter oder Führungskraft und dann ist es ja so, dass diese Werte sind ja auch nicht immer auf der gleichen Ebene, sondern die können ja auch konfliktär zueinander stehen. Es gibt vielleicht verschiedene Werte, die vom Unternehmen gefordert sind in der Situation, aber ich habe nicht die Möglichkeit, beide gleichzeitig zu erfüllen, ja, wie beispielsweise Transparenz und Loyalität oder sowas, die können ja auch konfliktär gegenüberstehen. Und damit haben wir oft gemerkt, dass eben diese Mitarbeiter in einem richtigen Dilemma stecken und nicht wissen, wie sie das auch lösen können. Und da finde ich, ist es, glaube ich, wichtig, dass das Unternehmen oder dass man dort eine Lösung anbietet. Wie kann man diesen Menschen helfen? Wie kann man da vielleicht Orientierung geben? Das beste Beispiel ist im Code of Conduct spielen. Ja, wir sind nicht bestechlich, wir dürfen keine spielen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den Erfolgsdruck, um Zahlen eben zu generieren und die dann auch beim Quartalsbericht vorzulegen. Und da würde mich interessieren, habt ihr da auch irgendwelche Best Practice-Beispiele? Wie kann man solchen betroffenen Personen helfen? Wie kann man die unterstützen, dass die aus diesem Dilemma da wieder rausfinden? Also es wären sozusagen die zwei Ebenen, die mich fragen. Wir werden das heute sicherlich nicht beantworten. Aber jeder, der da irgendeine Idee hat, also gerne, das interessiert mich, finde ich spannend. Ich habe eine Idee, aber auch eine Frustration. Aber bevor ich die sage, möchte ich vielleicht fragen, hat jemand anders das eingehend, eine Antwort? Ich habe auch nur eine Idee, also keine Best Practices. Wir sind ja auch in der Beratung tätig, also wir sind auch Anbieter und wir merken eben auch immer wieder, dass zum Beispiel die Person, mit der wir in Kontakt stehen, das ist oft ein Projektleiter, der das eben auch zugeschoben bekommen hat und die Stakeholder halt eben riesengroße Diskrepanzen haben, wie du schon gesagt hast. Und was uns immer ganz gut hilft, ist irgendwie, wenn wir mal wirklich mit beiden Parteien, die eben diese Diskrepanzen haben, zusammenkommen. Und da geht es eben wirklich darum, ein Stück weit mit Humor Brücken zu bauen. Und wir sehen da schon auch irgendwie bei uns als Anbieter oder als vielleicht auch Externe, wir haben dann den Vorteil, dass wir da ein bisschen offen fragen dürfen und auch können, auch mal zu sagen, naja, wir sehen da eine Diskrepanz, welchen Weg sollen wir denn gehen? Und das öffnet oftmals eine Diskussion, die dann auch von beiden Seiten ja auch gleichberechtigt irgendwie befüttert werden kann. Also wenn wir sozusagen als Externer die Frage offen in die Runde stellen, dann fallen oftmals auch die Hierarchien weg. Also da geht es dann wirklich um eine Sinnhaftigkeit und das steht dann eigentlich als erste Priorität, dass man wirklich guckt, beide Abteilungen haben verschiedene Argumente oder Sichtweisen und da geht es dann wirklich darum, was ist denn umsetzbar in dem geplanten Projekt auf der einen Seite und was wiegt denn schwerer? Und ich habe wirklich festgestellt, dass da oftmals dann also wirklich die Hierarchien und die vorgesetzten Sachen aufgebrochen werden können, wenn man
ein bisschen mit Humor in die Konversation geht und versucht halt Brücken zu bauen und eben wirklich nicht nur immer eine Ansprechperson hat, die dann irgendwie fünfmal die Meinung ändert, weil intern fünfmal die Meinung geändert wird, sondern dass man wirklich gleich sagt, wir haben die und die Erfahrung gemacht, es ändert sich oft was, wir machen mal ein Meeting, wo vielleicht mehrere Personen mit reinkommen und dann wird es einfach offen angesprochen. Also klappt nicht immer, klar, aber es ist ein Versuch wert. Ja. Klar. Hinten unten, glaube ich, noch eine Wortmeldung nach dazu, oder? Als Antwort auf seine Frage. Ja, ja. Also ich hätte die Werte sind ja auf Glaubenssätze gestützt. Ja. Und einfach mal die Glaubenssätze, die dahinter stehen, anschauen. Und manchmal ist es eine Glaubenssatzarbeit oder ein Reframing, andere Bedeutungen geben, wie man dann da vielleicht übereinkommt. Ja. Du würdest auch darauf eingehen, auf die Frage? Das vielleicht auch einfach mit der Größe des Unternehmens zu tun. Und ist es nicht einfach, stelle ich mir jedenfalls so vor, je kleiner das Unternehmen ist, wo auch noch jeder jeden kennt, dass man sich da mal gemeinsam einschließt und dann über die Werte diskutiert und drüber redet. Oder wenn es ein 100.000-Mann-Unternehmen ist, kriegst du die Werte halt irgendwie von oben vorgegeben und ob man da noch irgendwas in Frage stellen kann. Also das fände ich mal spannend zu wissen, ob das überhaupt machbar ist bei so einem Riesenunternehmen, was dann ja auch irgendwo unflexibel ist. Also ich glaube, oder möchtest du noch, Kate? Bei Riesenunternehmen zucke ich natürlich von BASF immer. Was wir machen, wir haben natürlich auch Unternehmenswerte, Core Values, Creative, Open, Responsible, Entrepreneurial. Wir können es alle singen. Und dann ist es aber möglich, das mit dem eigenen zu füllen. Und da habe ich ganz gute Erfahrungen. Und das ist noch auch keine Lösung, aber das ist etwas, mit dem ich ganz gut vorangehe, wenn ich diese Core Values mit einem Führungskräftegremium diskutiere, dann versuche ich irgendwie kleine Goodies, ich sage jetzt nicht Überraschungseier, aber ein schönes Video, ein gutes Gespräch, eine Breakout-Session, wo sie sich über irgendeine Erfahrung in der Kindheit, solche Sachen, Momente, die sie rausnehmen aus diesem Führungskräfte, ich muss doch immer tschakka. Also ich fange gerne mit so einer Frage an, wenn ich über den Core Value Creative rede. Wann wart ihr als Kinder das erste Mal in eurer Erinnerung kreativ? Und es hat euch vorangebracht. Und dann gehen die Augen immer NLP-mäßig nach links oben, Erinnerung, oh, und dann lächeln sie und dann teilen sie. Und das ist total schön. Ich lasse sie damit natürlich allein, wenn sie das dann umsetzen. Aber sie haben diesen Moment, dass sie auch, und sie freuen sich auf die nächste Session. Das merke ich daran, dass sie wiederkommen. Sie müssten nämlich nicht. Und in der nächsten Session biete ich wieder irgendwas an. Also was ich eigentlich antworte ist, hilft uns nichts. Wir müssen diese Core Values schlucken. Wie wir sie dann wieder coinen, ist unsere Sache. Ich versuche es zumindest eine gute Erfahrung zu machen in der Präsenz ihrer Peers. Ich habe Lust, mit anderen zu reden, gerne mit anderen, denen ich nachher nicht in der Mensa begegne, sondern ja, so ein bisschen anonymer. Und dann macht alles drumherum so Spaß, dass ich die Werte auch noch mir anhöre. Das Große dann runterbrechen auf kleine Individuen, auf 6 Individuen am Tisch. Ja. Ja. Das finde ich richtig spannend, was du sagst, dass ich auch gerade bei diesem individuell versus oder gegenübergestellt zu den Werten der Organisation, dass ich auch wegkomme von dem nur Begriff, ne, Kreativität oder wie auch immer, sondern wirklich schauen kann, was bedeutet das für mich und wie kann ich es in meinem Arbeitsalltag umsetzen und das aber auch so explizit machen muss. Und ich glaube, wenn diese, also gerade, ich weiß nicht, ob es nur bei großen Unternehmen ist, aber das, was da steht, ist das eine. Ich glaube, die Diskrepanz entsteht hauptsächlich dadurch, dass das vielleicht ich das im Unternehmen aber nicht so wahrnehme, obwohl es so auf der Homepage steht, aber ich in meinem Arbeitsalltag das nicht wahrnehme. Und dann muss ich, glaube ich, eher in meinem Umfeld schauen. Ich nehme das so wahr und das gegenüberstellen. Und tatsächlich aber auch, also wenn das dann gar nicht übereinstimmt, also mit so Methoden ein bisschen schauen, wie können wir das mehr umsetzen im Team, wenn das gar nicht übereinstimmt, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob dann eine wirklich, also langfristige Zusammenarbeit möglich ist. Also die Werte, die gelebt werden, so gar nicht passen. Ich glaube, dann muss man einfach sagen, dann muss ich mir ein anderes Umfeld suchen.
Genau, es haben noch mehrere Meldungen. Ich möchte auch noch was, aber mach mal du und dann gehen wir online. Ich wollte noch ganz kurz nochmal, Kate, zu dir. Ich fand es gut, dass du das gesagt hast mit unseren Core-Values und unseren Core-Workshops, ne, was ja die oberen Führungskräfte auch bekommen. Wenn man dann aber ein bisschen mehr richtig reingeht ins Feld, ne, also wirklich in die Nicht-Führungskräfte, frage ich mich immer, wie viele von unseren 100.000 Leuten, die wir bei uns haben, kennen denn überhaupt unseren Code of Conduct? Wie viele beschäftigen sich damit? Wie viele haben überhaupt Lust, sich damit zu beschäftigen, weil sie Business machen? Und da brauche ich das eigentlich gar nicht so. Und wie wird das eigentlich von den Führungskräften immer wieder mal angesprochen? Also wie oft kommt denn diese Values, für die ich ja eigentlich, oder für die mein Unternehmen steht, wie oft komme ich damit in Kontakt? Genau. Stefan, du hast dich online gemeldet. Du bist jetzt mute noch. Ja, danke. Werten sind erstmal Wörter und jeder versteht diese Wörter unterschiedlich. Also gerade ich als Franzose noch mehr. Aber das ist immer eine persönliche Geschichte dahinter. Und deswegen ist es unmöglich, dass wir ein gemeinsames Verständnis dafür kriegen. Man kann sich ernähren, indem man eigentlich darüber redet. Und in ein großes Unternehmen, dann ist es umso schwieriger, diese gemeinsame Verständnis dafür zu erreichen. Also ich denke, das fängt wahrscheinlich im Team erstmal, also in kleinen Gruppen. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ich stelle fest, dass eigentlich in diesem Zusammenhang mit deinen beiden Fragen Missverständnisse da sind. Missverständnisse über die Frage, wie Moral oder Normatives wirkt. Ja, beispielsweise das Wort umsetzen, finde ich, ist ein Wort, das ist wenn ich sagen würde, ich will mit meinen Ohren hinschauen. Das ist ein falsches Verb vom falschen Ding, das macht man mit den Augen, mit den Ohren hört man hin. Oder? So umsetzen ist, macht man mit einem Aktionsplan. Werte funktionieren nicht gleich wie ein Aktionsplan. Nämlich im Sinne von, wie sollen Werte überhaupt wirken? Also Werte sollen Orientierung geben bei Fragen, wo es Interessekonflikte gibt. Dort, wo es keine Interessekonflikte gibt, haben wir kein Problem. Aber wir alle sagen, ja, du sollst nicht lügen, ist eine tolle Sache. Und jedes Mal, wenn uns die Großmutter fragt, wo warst du das letzte Mal im Urlaub, überlegen wir uns nicht die längste Zeit, sage ich es ihr jetzt oder sage ich ihr nicht die Wahrheit. Sondern sagen, da habe ich ja kein Problem. Aber in dem Moment, wo wir irgendeinem Tyrannenstaat im Urlaub sind und auf einmal kommt der Nachbar und sagt, kann ich schnell bei dir aufs Klo und ist schon wieder verschwunden und dann kommt die Geheimpolizei und sagt, haben Sie den Nachbarn gesehen? Dann ist die Frage, sollst du lügen oder sollst du jetzt den Nachbarn an die Geheimpolizei verlassen? Jetzt haben wir ein Thema. Das heißt, dort, wo Werte wirksam sein sollen, ist es immer in Reibungsflächen, nicht dort, wo alles easy ist. Diese Reibungsflächen sind, die erste ist schon mal keine Zeit haben. Du sollst respektvoll sein zu den anderen, aber jetzt habe ich unbedingt den Termin und jetzt habe ich halt keine Zeit, um da noch diese 20 oder wie viele Worte zu verlieren. Und dann bin ich in einem Konflikt drin. Und wenn Werte wirksam sind, dann haben sie einfach nur eine Wirkung auf die Tendenz, wie diese Konflikte gelöst werden. Nicht immer jeder, überall und so weiter. Und das ist auch ein Problem, wenn Werte aus der Compliance-Abteilung kommen, weil dort diese Schwarz-Weiß-Denke, das muss dann immer eingehalten werden, was für Bestechung dann vielleicht okay ist, oder für viele andere, funktioniert nicht so. Funktioniert als nicht als etwas, das linear umgesetzt wird, sondern etwas, was diffus wirkt. Das ist der eine Punkt. Also das ich habe zum Teil auch ein Frusterlebnis, dann erzähle ich das, dann machen wir Beispiele, dann merken wir das alle, nach einem halben Jahr haben es die Leute wieder vergessen, sind wieder in diesen Werte, müssen umgesetzt werden, als ob es ein Plan wäre. Und jedes Mal, wenn nicht, oder, dann haben wir es eben noch nicht erreicht. Ja. Wir werden es nie erreicht haben. Der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, ist dieses Individuelle. Es ist auch nicht so, dass meine individuellen Werte sich mit den Unternehmenswerten identifizieren müssen, wie ein Teenager sich mit einem Rockstar identifiziert. Sondern es geht darum, dass eigentlich die Unternehmenswerte Teil von meinem Umfeld sind. Und die Frage ist, kriege ich das jetzt irgendwie in eine funktionierende Beziehung? Und diese Beziehung enthält auch Reibungsflächen. Ja, und wenn ich so tun, also im Idealfall keine Reibungsfläche da sind, dann programmiere ich die Fassade. Dann programmiere ich, dass die Leute sagen, okay, wenn ich jetzt nicht einverstanden, ich sage es jetzt nicht, weil es ist karriereschädlich oder so. Und das sollte ich auf keinen Fall tun. Das heißt, die Frage ist, wie lasse ich diese Reibungsflächen zu? Ja, und wie mache ich da, sorge ich dafür, dass diese konstruktiv sind? Ja, und dann sollte es wieder Tendenz, es sollte tendenziell übereinstimmend miteinander passen, zueinander passen. Genau gleich wie eine Kultur ja auch nicht heißt, dass alle der gleichen Meinung sind, sondern Kultur heißt, es gibt gewisse Dinge, wo sie tendenziell ähnliche Meinungen haben oder wo sie tendenziell mit den gleichen Arten über die gleichen Dinge streiten auch.
Jetzt, wie kann man das in der Praxis machen? Da habe ich eine Erfahrung gemacht, die ich in verschiedenen Arten ausprobiere, aber das möchte ich jetzt nicht zeigen, sondern dort, wo ihr es gerne auch nachschauen könnt, guckt mal bei Ritz-Carlton. Ritz-Carlton haben ein Ding, das heißt Line-Up. Line-Up, also sie haben ein ganzes Konstrukt, da haben sie die Werte, da haben sie eine so Umsetzungsebene von den Werten, die sogenannten Service Values, dann haben sie die 2000-Dollar-Regel und so, das ist alles hilfreich, aber das Zentrum ist jeder Schichtbeginn, ja, hat am Anfang eine kleine Sitzung, daily. Ja. So, da sind die Ankündigungen dabei, lalala. Dreimal in der Woche nimmt einer aus dem Team einer der Werte und diskutiert Beispiele. Jetzt bei Ritz-Carlton ist das so ein großes Ding. Die Beispiele werden alle drei Monate über die Hotelleiter bei der Kommunikationsabteilung gesammelt, zugeordnet und dann wieder verteilt. Und die Leute können in der Vorbereitung von diesem Sequenz können sie in diese Liste reingehen. Aber es geht auch darum, Beispiele aus dem Normalen, also im Sinne von Kunde kommt, bringt was zurück, das wäre ein Garantiefall, die Garantie ist seit 20 Tagen abgelaufen, bin ich jetzt pingelig oder bin ich kulant, was machst du? Je nachdem, wie das Unternehmen positioniert ist und was für, wenn es Premium ein Wert ist, dann bin ich vielleicht kulant. Ja? So, aber nicht immer, nach 6 Monaten vielleicht auch nicht mehr. Also, oder? Aber diese Diskussion, ganz viele Beispiele diskutieren und anhand, wenn ich da mal 20 hinter mir habe, dann bin ich das nächste Mal alleine vor meiner Entscheidung, aber es prägt mich, es hat einen Einfluss. Das ist, mein Problem ist jetzt, dass die Leute sagen, boah, jetzt Karten schon toll, 5 Sterne und so weiter. Leider kriegen wir sowas nie hin. Ja? Wir können nicht so viel Zeit dafür aufwenden und dann klagen sie sich wieder, dass die Werte nicht gelebt werden. Das ist ja genau das, was du sagst, dieses immer sich damit auch beschäftigen. Also ne, dieses Beispiel, dass ja. jede Woche Beispiele dieser gelebten Werte in das Team gebracht werden. Ja, oder auch der schwierigen Fragestellung. Oder nicht nur gut gemacht, sondern auch genau. machen. Schwierig, ne? So, weil Werte ja, aber dann auch Kosten. Oh. Ja, genau, lass uns diese Diskussionen führen. Anhand von Beispielen. Und das Wichtige ist jetzt hast du Manager-Denke, oder? Die sagt, gut, Diskussion zu Ende, also ich beschließe. Ein für alle Mal jetzt. Nee, das nächste Beispiel wird wieder anders sein. Einfach nur die Beispiele diskutieren, begründen, argumentieren, gucken, wie die anderen argumentieren. Was ist eher im Sinne des Unternehmens, was ist eher Ausnahme, okay, aber jetzt nicht wirklich die ganze Zeit. Und so hört man dann auf und nicht mit dem Beschluss. Sagst du noch mal was zu dem Detail? Du hast eben gesagt, und die Beispiele, die Sie da in Ihren wöchentlichen Scrums mal wieder vorstellen, die werden von der Unternehmensleitung runtergeschickt? Also die Hotelleiter, also die Kommunikationsabteilung macht alle 3 Monate eine neue Liste. Und die Hotelleiter sind gehalten, jedes Mal, wenn sie ein gutes Beispiel sehen, das zu melden an die Kommunikationsabteilung. Und so läuft der Kreislauf. Und also was sind das für Dinge? Ich mache ein Beispiel, dass oder bei Ritz-Carlton ist ganz viel das Wow-Erlebnis, treue Kunden, also lebenslange Kunden generieren, indem die finden, das ist jetzt super gewesen, wie ich behandelt worden bin, auf Augenhöhe. Ja, der oberste Wert ist We are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Also Augenhöhe, nicht dieses unterwürfige Dienen. Jetzt hast du ein Beispiel, ein Mechaniker wird in ein Zimmer gerufen, Glühbirne zu wechseln, der Gast ist noch da und sagt, ach übrigens, wie lange dauert es bis zum Flughafen, weil es kann sein, dass ich mich beeilen muss. Sagt der Mechaniker, schnellster Weg zum Flughafen, ich fahre sie. Ja, geht runter, holt den Schlüssel, fährt vor, Gast rein, weg. Ja, so. Irgendwie, was soll ich jetzt sagen? Beispiel, Kind hat ein Teddy verloren, also vergessen, sind abgereist so. Teddy wird nachgeschickt, das kennt man. Aber was die dann machen ist, oder einer einfach gemacht hat, ist, hat ein Teddy genommen, 10 Minuten durchs Hotel, überall ein kleines Foto, am Barpiano, in der Küche, beim Gemüseschnipseln und so weiter. Ein paar Zeilen geschrieben, dass der schöne Abenteuer erlebt und viele Freunde gemacht hat, gar nicht allein gefühlt hat und so. Ja, 10 Minuten Arbeit reingepackt, die Marketing-Story auch. Oder? So. Solche Geschichten einfach dafür sorgen, dass die erzählt werden, dass die mehr erzählt werden und das in Verbindung mit den Werten. Also die Übung ist dann schon, man kriegt dann so eine Geschichte und dann soll man diskutieren, ja, welche von unseren, glaube ich, 16 oder so Service Values sind jetzt hier eigentlich wirklich. Ich finde interessant. Ja, Stefan? Nach was du sagst, eigentlich sind die Werte da, um zu helfen, Regeln zu brechen eigentlich, mehr nach Prinzipien zu agieren. Und ein anderer Punkt ist, bei Liberating Structure gibt es auch eine Methode,
die, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber das geht, jeder erzählt eine Erfolgsgeschichte und dann die anderen Teilnehmer notieren eigentlich, nach welchen Erfolgskriterien ist es gelaufen, um daraus gemeinsame Werte zu finden. Finde ich super. Sehr nahe cool, ja. Geschichte. Ja. Ja. Danke. Und Stefan, um auf dem aufzubauen, was du gerade gesagt hast, ich glaube, es geht nicht mal so sehr darum, Regeln zu brechen, sondern es geht darum, dass es eben im Sinne von Luhmann, wie wir es am Anfang gesagt haben, diesen Bereich gibt, wo es gar keinen Sinn macht, Regeln aufzustellen, weil jeder Fall wieder anders ist, weil Unvorhergesehenes kommt und die Organisation muss, wir reden von VUCA-Welt und so, oder, muss immer mehr genau damit umgehen können. Wie sorge ich dafür, dass die Leute allein entscheiden können, ich kann nichts durchregeln, weil es ist eh falsch? Aber trotzdem sollte es so ein bisschen im Sinne des Unternehmens sein. Und dort, finde ich, haben die Werte einen super Platz. Genau so sollen sie, dort sollen sie wirken, genau auf diesem Bereich. Dort, wo der Prozess schon sagt, was du tun sollst, brauchen wir ja gar keine Werte. Ja. Und das motiviert natürlich auch total. Ne? Also dann hören die Geschichte und dann, oh, das kann ich auch. Und ja, beim nächsten Mal, da fällt mir dann, also du gehst dann ja auch ganz anders durch die Gegend. Genau. Ne? Du denkst dann, ja, oh, wie kann ich denn... Kann ich denn hier was gut? Also von der Einstellung her, ja, du bist Teil davon und du möchtest dann auch gesehen werden und möchtest da deine Geschichte vorstellen. Das finde ich super. Find ich, ne? Das sind aber auch diese Feel-Good-Beispiele, wenn ich mal ein bisschen Sand reinkirschen darf. Was ist denn, wenn ich einerseits natürlich weiß, ich darf mich nicht bestechen lassen und ich darf nicht bestechen, andererseits ist es mein Auftrag, in China Business zu akquirieren. So, und jetzt? Ja. Dann können Sie mir was über Guangxi erzählen, dass eben eine Hand die andere wäscht und so macht man das bei uns. Das hat nichts mit Bestechung zu tun. Mhm. Und das andere ist, was ich fühle. Da ist es nicht mehr so lustig. Und da ist es wichtig, diese Diskussion hochzubringen. Ja, genau. Und also es ist meine Version von diesem Fritz-Karten-Ding, ist genau die, dass ich sage, ich will, ja, gute Beispiele ist cool, aber lass uns auch schwierige Fälle. Ja, genau. Ja, die, wo ich in einem Dilemma bin. Ich kann jetzt im Sinne dieses Wertes, aber das ist ja geradezu gegen den Wert. Es, ja, langfristig, kurzfristig. Mein Problem, das Problem der anderen Abteilung. Standard versus genau das, was der Kunde will und so weiter. Wir haben tausende solche Interessenkonflikte. Vielleicht gibt es Werte dazu, vielleicht auch nicht. Aber der Punkt ist ja genau gleiche. Ja, dort dann zu sagen, was tust du, wie divers sind die Meinungen um den Tisch herum und wo finden wir jetzt so ein bisschen das Fahrwasser? Ja, es wird immer Ausnahmen geben, die sind auch okay. Irgendwo gibt es vielleicht die rote Linie, wo man sagt, ah, das ist jetzt wirklich ein No-Go in unserem Sinn. So, aber ganz viele sind einfach, das sollte Ausnahme bleiben. Ja, und das sind Beispiele, mehr von denen. Ja, so in dem Sinn schwierige Beispiele auch zu diskutieren. Aber ich sehe in den Werten schon enormes Potenzial, auch im Hinblick auf Selbstorganisation, natürlich, auf Orientierung, auf Identitätsstiftung, Bindung dann auch zum Unternehmen. Und das merken sicherlich auch alle im Umgang mit dem erweiterten Umfeld der Organisation. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Asset. Und je komplexer die Welt wird, desto eher sind wir darauf angewiesen, uns an Werten bei unseren Entscheidungen zu orientieren. Ich habe eine Zeit für die Swisscom-Trainings gemacht. Da war der Chef von der Swisscom, ist Carsten Schlotter. Und der hat, es war eine Umbruchsphase, große Reorganisation, neue Strategie und so weiter, der hat jahrelang die Konzernleitung 5-mal pro Jahr einen Tag rausgeholt, um mit verschiedenen Methoden eigentlich nur 2 Fragen zu diskutieren. Frage 1, was ist der Impact vom Verhalten der Mitarbeiter aufs Geschäft? Und zweitens, was ist der Impact von unserem Verhalten als Konzernleitung, als Verhalten der Mitarbeiter? Ich zücke den Hut vor sowas, aber gleichzeitig kann mir jemand eine lange Liste machen von Konzernleitungen, die überhaupt fähig wären, solche Workshops zu einzusehen, dass da ein Hebel ist, der es wert ist. So. Ja, eben, das ist das Problem. War ironisch. Das ist das Problem, oder? So, also wir hatten wir auch in der vorigen Session auch gleich, so was braucht es, damit man überhaupt die Maßnahme, die so gut wäre, überhaupt erst anfangen kann, oder? So, ja. Also ich fand es toll, wie du erzählt hast von den Unternehmen, ja, vom Hotel und im idealen Unternehmen sprechen die zwei Menschen oder die mehreren Menschen, deren Werte jetzt aufeinanderprallen miteinander und finden gemeinsam eine Lösung. Oder man versetzt sich sehr empathisch in das Bild des anderen und versteht dem seine Sorgen und löst die. Aber wir leben natürlich nicht alle im idealen Unternehmen. Und du kommst das genau mit dem Problem, wie du es beschrieben hast, und man steht dann da, gerade wenn man neu dabei ist und sozusagen diese Werte vorne hingeknallt bekommt, wie die Bibel, und heißt, so,
Schuld und Scham hast du eh. Und jetzt kommen noch diese 10 Gebote oben drauf. Und jetzt mach mal was. Und ich glaube, hilfreich ist es dann, sich älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzuvertrauen, die schon 20, 30 Jahre in Unternehmen sind, die also schon diese Wellen mitgemacht haben und die nicht mehr diesen Konkurrenzkampf ausstehen müssen, weil sie halt ihre Familie haben, ihr Häuschen haben, ihren Apfelbaum gepflanzt haben und vielleicht noch irgendwas anderes. Also die aus dieser Nummer draußen sind. Und denen einfach mal zu sagen, hey, ich stecke in dem Dilemma drin. Möchtest du als Mentor mir einen guten Ratschlag geben, wie ich damit umgehen kann? Mhm. Und dann einfach mal lauschen, was da kommt. Weil ich glaube, aus der Nummer kommt man nur raus, wenn man sich abends vorm Spiegel stellt und sich noch anschauen kann. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wenn man wegschauen muss beim Zähneputzen und auch sonst nicht mehr im Spiegel sein Bild sehen kann, dann sollte man wirklich das Unternehmen verlassen, weil dann ist es eigentlich höchste Zeit, weil dann hat man seine Werte schon verkauft. Ich weiß nicht. Ja, mach du zuerst. Du hattest dich vorher schon melden. Ich habe ja. Das finde ich spannend. Ich finde auch diese Folie spannend, weil ich bin im selben Konzern wie Ulla bei der SAP. Ja. Wir haben zwar keine Werte definiert, aber wir haben Verhaltensweisen definiert, die irgendwann auch in so Zusammenarbeitskultur treffen. Und ich glaube, den 5 How We Run Verhaltensweisen können wir alle zustimmen. Schützt es mal, tell it like it is. Da gibt es auch noch schicke Bulletlisten drunter, was das jetzt bedeuten kann. Be curious, build bridges, not silos. Tolle, tolle Dinge. Wir hatten auch mal 3 How We Lead Behaviors. Die wurden mit abgestützter Beteiligung, breit abgestützter Beteiligung erstellt. Alle, da waren insgesamt 2.500 Mitarbeiter dran beschäftigt, mit Workshops von HR gesteuert. Aber im Endeffekt wurde das alles mit sehr breiter Unterstützung definiert. Wurde dann nach einer großen Reorg geändert und wir haben jetzt ein von oben top-down definiertes Leadership-Credo. Keiner weiß warum, aber es ist so. Und wir reden drüber, das gibt es unter den Führungskräften, das kriege ich mit, weil ich eine Führungskraft bin. Und dann kommen halt irgendwelche Senior Vice Presidents und erzählen, wie sie dieses Credo leben. Und da sind da so Sachen drin wie be compliant und be inclusive. Und ich habe das alles in dieser Firma schon gesehen. Die Idee finde ich gut. Ich glaube, im Endeffekt kann man das Leben von Werten oder Verhaltensweisen größtenteils nur als Individuum hinkriegen. Also dieses jeder Einzelne als Vorbild, schau, wie ich es mache, nur dann wird es funktionieren. Weil ansonsten ist das halt so eine Kommunikationskaskade und da gibt es eine Kampagne und ein Projekt und ein Ende. Und natürlich in manchen Fällen nachhaltig, es wird immer wieder darauf hingewiesen. So kommt es bei mir zumindest an. Ich finde das spannend. Ich finde, ja, als Individuum dort zählt es am Schluss. Aber schon die spannende Frage als Beschäftigter der Organisation, wie kann ich das beeinflussen? Oder? Was mir in den Sinn gekommen ist, wenn ich das verknüpfe mit dem, was du vorher gesagt hast, bezüglich der Mentoren, ja, ist es ja, okay, diese Gruppe der Mentoren, die schon lange da sind und gewisse sich nicht mehr beweisen müssen, so spannend. Ich kann mir vorstellen, da gibt es ein Spektrum. Ne? Am einen Ende des Spektrums ist nämlich eine gewisse Gruppe, die dann nicht die sind, die sich bewegen im Unternehmen, sondern die eher für, ja, die wollen jetzt, das wird uns da bewegen, aber ja, lass mal und so halblang und so. Und es gibt ja aber auch die anderen. Und wenn ich jetzt beeinflussen kann, dass diejenigen, welche diese Vertrauenswürdigkeit und Abgebrühtheit und was es auch braucht, um einen guten Mentor zu sein, welche das ausweisen, aber auch die sind, die eher in der Richtung, wo wir mehr davon hätten, gute Rollenmodelle sind, wenn ich die sichtbarer machen könnte, sichtbarer anbieten könnte als Mentoren und das unterstützen könnte, ja, und die anderen nicht. Oder wenn ich da rieche ich jetzt einen Hebel, oder? Dass ich sagen kann, wenn ich jetzt, die Frage ist, wie finde ich das raus, nur indem ich die Leute kenne, das geht jetzt nicht als Konzept, also wenn ich jetzt da an BR oder so, oder auch SAP denke, in dieser Größenordnung kannst du jetzt nicht irgendwie von einem HR-Büro aus diese Selektion hinkriegen, aber trotzdem, wenn man tendenziell sagt, wir geben denen, die diese Wirkung auf andere haben können, und zwar im Sinne der Reise, in der sich das Unternehmen befindet, geben wir mehr Sichtbarkeit, mehr Wirksamkeit, informell. Und bei den anderen ist es nicht so, dass wir die irgendwie abstrafen, aber einfach dort machen wir es nicht. Ja. Das könnte noch spannend sein. Jetzt hat sich da irgendwie jemand, genau, du hast dich noch gemeldet. Also mir geistert schon die ganze Zeit so ein schönes Fail-Beispiel im Kopf rum, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob es was beiträgt, aber weil du das Stichwort Spiegel genannt hast, dachte ich, erzähle es jetzt einfach mal. Mein Schwager arbeitet bei einem großen deutschen Automobilhersteller und
nach dem Abgasskandal haben die gedacht, okay, wir müssen irgendwie was machen zum Thema Betrug und so weiter. Und die haben eine Kampagne gefahren. Teil dieser Kampagne war es, in der Produktion Spiegel aufzustellen mit dem Signal, arbeitet so, dass ihr euch am Ende des Tages im Spiegel anseht. Und die Leute in der Produktion haben halt gedacht, entschuldige die Wortwahl, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Weil an uns hing es nicht. Ja. Das ist so eine komplett fehlgeleitete Idee gewesen, wie man das jetzt angehen kann. Offensichtlich ist es dann dringend notwendig, dass man Werte etabliert, dass die entsprechenden Leute sich daran halten. Aber es ist einfach, das war die falsche Zielgruppe, es war die falsche Maßnahme. Das ist auf jeden Fall dann aber die Frage, wie kommen wir an die Leute ran, die diese Entscheidung gefällt haben, die zu diesem Skandal geführt haben. Wie erreichen wir, dass die sich in dieser Konfliktsituation zwischen ich muss meine Ziele erreichen und was ich gerade mache, ist nicht ganz sauber, für das Richtige entscheiden, auch wenn das wahrscheinlich negative Folgen für ihre Karriere gehabt hätte. Und ich glaube, hier hast du ein gutes Beispiel von der Wichtigkeit von Durchgängigkeit, von Unternehmenskultur. Ja. Ich glaube, an dem Beispiel, da gibt es im ganzen Konzern solche, wo du siehst, wo du von verschiedenen Stellen hörst, dass ganz oben eigentlich wie nach anderen Regeln, oder da haben sich Journalisten aufeinander gehetzt gegenseitig, um sich am Stuhlbein zu sagen und sägen. Und unten sollten dann was anderes gelten. Und das ist immer eine Schwierigkeit. Und wenn du dann Führungskräfte hast, welche sagen, ich gehe jetzt wieder in den Führungskräftekurs, damit ich nachher das nächste Assessment bestehe. Das Wichtigste, was man in diesen Kursen lernt, ist kognitive Dissonanz. Die tust du so, damit du durch den Assessment kommst. Aber die Wirklichkeit ist dann eine ganz andere. Dann fängst du so weit hinten an mit den Hausaufgaben, die du machen müsstest als Konzern. Und kannst du nicht machen, ohne dass oben dort was geschieht. Solange du die einfach machen lässt und unten sagst, ja, wir haben ja das Budget in HR, lass uns jetzt was Gutes tun, es wird verpuffen. Ist das nicht auch einfach wichtig, dass Werte irgendwie authentisch sind, dass man glaubt, also dass das nicht einfach irgendwelche Phrasen sind, so wie Markus sagte, so, und dann wir ändern das dann mal regelmäßig, also selbst wenn man die Leute mitentscheiden lassen, aber das muss doch irgendwie glaubhaft sein, also das muss, und dann schafft man es vielleicht auch als Mitarbeitender, dass man sagt, okay, kann ich irgendwie zu stehen, und für mich sind Werte halt auch was ganz was ganz ganz Intensives und was ganz, und das hat viel mit Ehrlichkeit und mit in den Spiegel gucken können zu tun. Ne? Und da frage ich mich dann schon so manches Mal. Aber auch da ist natürlich dann die Abwägung, ne? Okay, Spiegel, den kann ich mir aber nur leisten, wenn ich vielleicht mal ab und zu die Augen zudrücke und dann. Ich habe mir da einen für mich hilfreichen Begriff gefunden, nämlich der nächste machbare Schritt. Oder die Werte sollten ja auch nicht einfach nur den Status quo abbilden, sondern irgendwo einen Anspruch. Aber es muss ein machbarer Anspruch, dann ist er authentisch. Du wolltest dich schon lange melden. Ja, mir geht noch so durch den Kopf. Letztendlich geht es ja doch um, was ist handlungsleitend? Und das können Werte sein. Zum einen Werte, wie du auch vorhin gesagt hast, also gewissermaßen formale, die so im Goldrand irgendwo im Eingangsbereich des Unternehmens hängen. Aber letztendlich gibt es ja auch Werte, die gewissermaßen rekonstruierbar sind aus der Unternehmenskultur. Und die sind ja dann genauso handlungsleitend. Ja. Und da gibt es doch meiner Ansicht nach immer den Konflikt. Bin ich jetzt irgendwo in Stimmigkeit mit der Kultur oder orientiere ich mich an meinen Werten? Und interessant in dem Zusammenhang ist, erinnere ich mich immer an dieses Zitat von dem Joschka Fischer, der mal gesagt hat, also das Außenministerium hat mich sehr viel mehr geprägt als ich es. Und das zeigt eben auch deutlich, dass letztendlich so die Unternehmenskultur gewissermaßen so ein emergentes Phänomen ist im Gesamtsystem. Und das doch relativ prägend auch wirkt, auch darum, ich möchte auch hier dabei sein. Da sind, glaube ich, Wertekonflikte vorprogrammiert. Ne? Ja. Vielleicht haben wir immer ein Problem mit der Zeit, wenn können wir Abschluss. Aber ich nehme das gleich auf und mit einer kurzen Geschichte, die ich selbst erlebt habe. Meine Tochter war so klein, wir waren in so einem Inhouse-Spielplatz im Winter, und wo daneben ein Café war, da waren alle Eltern und die Kleinen haben da rumgespielt. Und ein kleiner Junge, vielleicht vierjährig, sowas, hat dann immer andere geschubst und gestoßen und so. Der eine oder andere hat dann angefangen zu weinen. Jemand hat die Mutter aufmerksam gemacht und die Mutter ist
wie eine Dampflokomotive reingegangen, hat den am Arm gepackt und gesagt, wie oft soll ich es dir noch sagen? Man haut keine anderen Kinder. Was lernt der Junge, oder? Und so funktioniert es aber auch in Unternehmen. Ja. Genau diese Situation erzählt der Marshall Rosenberg auch. Mhm. Wo von dem Rektor, der zieht unten das Schlagbeiner, da geht der Rektor runter, sagt ihm auch klipp und klar. Und dann sagt der Marshall, was hast du jetzt daraus gelernt? Doch nur, damit er vor anderen Erwachsenen keine anderen schlägt. Ja. Genau die gleichen Themen. Ja, genau. Okay, also danke vielmals und genau, ich hoffe, es hat euch allen was gebracht. Wer übrigens, also wer irgendwie mit mir in Kontakt treten kann, ich habe ein kleines Video zusammengestellt, ich habe viel auf YouTube gefunden zu Rektalen und das zusammen, ein bisschen strukturiert und so. Ich kann das verlinken, wenn ihr mir irgendwie mit mir über LinkedIn oder so in Kontakt kommt. Sehr gerne. Oder vielleicht fragst du es auch in das Zoom-Pad von der Session. In das was? Bei jeder Session, auf dem Session-Plan. Praktisch. Ja. Haben wir das? Warte mal schnell. Okay, den habe ich jetzt hier nicht. Ach doch, schau mal, ich habe ihn aufgerufen. Genau. Wir haben jetzt hier das. Da. Und wenn du auf diesen blauen Link da klickst, da ist quasi die Dokumentation von der Session da quasi und da kannst du es verlinken. Ja, klar.